Dynamo TV wird präsentiert von Verticalis. Wo andere aufhören, fangen wir erst an. Wir sind der Spezialist für seilunterstützte Höhenarbeit, Industrieklettern und Höhenrettung. Für jeden Dachrinnenreinigungsdauerauftrag erhältst du 10% Rabatt. Zeige uns einfach deine Eintrittskarte, Dauerkarte oder deinen Dynamo-Mitgliedsausweis. Hallo und herzlich willkommen zur Pressekonferenz nach dem Zweitliga-Heimspiel der SG Dynamo Dresden gegen den FC Ingolstadt. Die Partie endet mit 2:0. Ich begrüße alle Gäste in den VIP-Räumlichkeiten des Rudolf-Harbig-Stadions sowie die beiden Cheftrainer hier vorne neben mir, Alexander Nori vom FC Ingolstadt und unseren Cheftrainer Mike Walpurgis. Das erste Wort gehört dem Gast. Herr Nori, wie fällt Ihr Fazit nach der 0:2 Auswärtsniederlage hier in Dresden aus? Ja, schönen guten Tag erstmal von meiner Seite. Grundsätzlich natürlich bitter heute. Wir haben Dresden eigentlich genauso erwartet, dass sie am Anfang Druck entwickeln, wollten dann eigentlich vermeiden, dass wir quer und nach hinten spielen, und genau das machen wir dann auch trotzdem. Können dann den Ball nicht weit genug rausspielen, kriegen dann nach 5 Minuten, 4 Minuten noch was, habe ich irgendwo gelesen, kriegen wir dann einen Elfmeter und eine rote Karte. Und dann brauchst du auch erstmal ein paar Minuten, um dich zu sammeln, neu zu formieren. Liegst dann nach 16 Minuten 2:0 hinten. Und das haben wir uns natürlich komplett anders vorgestellt. Aber so laufen dann auch Spiele, so ist Fußball dann auch manchmal. Und trotzdem hast du dann noch genug Zeit, um eine Reaktion zu zeigen, um dich dagegen aufzubäumen. Und ich fand, dass wir das dann zweite Halbzeit auch getan haben, dass wir alles versucht haben, geschlossen waren, uns nicht auseinander dividieren lassen haben, dass wir als Team auch aufgetreten sind und uns dann auch die ein oder andere Möglichkeit erarbeitet haben. Und dann weiß jeder, dass du vielleicht dieses Anschlusstor brauchst, um dann nochmal noch mehr Energie zu mobilisieren, vielleicht den Gegner noch ein Stück weit mehr zu beeindrucken. Das ist uns leider nicht gelungen, obwohl wir dann, wie gesagt, 2, 3 wirklich gute Möglichkeiten hatten. Ja, und so verlierst du das Spiel hier. Und grundsätzlich glaube ich, dass wir trotz dieser frühen Rückstands nicht auseinandergefallen sind, an uns geglaubt haben, füreinander gefightet haben auch. Die Mannschaft lebt und die glaubt an sich, das hat man gesehen. Und das ist das, worauf wir aufbauen, wo wir weiter diesen Weg konsequent gehen werden. Mit Überzeugung und mit dem Auftreten der zweiten Halbzeit dann, das muss die Basis sein, auch die nächsten Spiele anzugehen. Mike, Glückwunsch und weiter alles Gute. Herr Nori, vielen Dank für Ihre Analyse zum Spiel. Mike, wie fällt dein Fazit nach dem 2:0 Heimsieg aus? Ja, schönen guten Tag zusammen. Als erstes natürlich vielen Dank, Alex, für die Glückwünsche. Ich finde, die Mannschaft hat heute eine gute Reaktion gezeigt auf unser letztes Spiel in Köln. Man hat schon gespürt, auch dass die Mannschaft heute unbedingt auch dieses Ergebnis wieder in richtige Bahnen bringen wollte. Wir sind sehr konzentriert gestartet, haben dann auch gerade direkt mit einem tiefen Ball sofort die Situation erzwungen, dass es zur roten Karte und zum Elfmeter kam, und haben dann vielleicht sogar mit die beste Halbzeit gespielt, seitdem ich Trainer bin, weil wir einfach sehr gut vom Positionsspiel waren, weil wir auch vor allen Dingen sehr gut gegen das Pressing der Ingolstädter verlagert haben, schnelle Passfrequenzen hatten und vor allen Dingen auch in mehreren Ebenen gespielt haben, sodass wir die Dinge dort gut umgesetzt haben. In der zweiten Halbzeit haben wir einfach nicht mehr so gut gegen den Ball gespielt. Der Gegner kam zu der einen oder anderen Möglichkeit. Das müssen wir weiter bearbeiten. Das begleitet uns ja aktuell nicht erst seit heute, sondern auch schon seit ein paar Spielen. Und da werden wir jetzt natürlich angehen, an den Dingen zu arbeiten. Ich denke, dass wir... Ein super Klingelton. Den hätte ich auch gerne. Das war Rolling Stones, oder? Ja, der ist gut.
Also ich denke, dass wir in der ersten Halbzeit durchaus auch noch die eine oder andere richtig gute Tormöglichkeit hatten, wo wir sicherlich auch nicht unverdient zur Pause mit 3 oder sogar 4-0 führen können. Da müssen wir natürlich auch noch konsequenter werden und vor allen Dingen in der zweiten Halbzeit diese Phasen, die müssen wir abstellen. Wenn uns das gelingt, dann gehen wir den nächsten Schritt als Mannschaft und das ist jetzt natürlich der Punkt, den wir anpacken werden. Trotzdem war das Ziel heute. Wir wollten heute 21 Punkte haben. Wir wollten die Tabelle teilt sich ein bisschen. Wir wollten natürlich zum oberen Teil dazu gehören. Das ist uns gelungen und deswegen Kompliment an die Mannschaft, die genau dieses Ziel heute erreicht hat. Und Alex, dir wünsche ich natürlich viel Erfolg und wir haben ja die Ingolstädter auch analysiert und ich finde, dass sie gerade jetzt auch unter Alex einen Schritt nach vorne gemacht haben. Es fehlt dann auch manchmal ein Stück weit das Matchglück in der einen oder anderen Situation. Ich habe heute ja auch so ein bisschen zwiegespalten, dann habe mich riesig gefreut für uns, aber sehe natürlich dann auch die Ingolstädter leiden. Ich kenne die Jungs, ich weiß, wie gerne die Fußball spielen und wie sehr sie das lieben. Deswegen, du hast da gute Jungs und ich drücke euch die Daumen, dass das weiter gut läuft. Alles Gute. Vielen Dank, Mike. Danke, Mike, für dein Statement zum Spiel. Jetzt ist Zeit für eure Fragen mit der Bitte um ein kurzes Handzeichen. Jochen Leimert, hochmotiviert von den Dresdner Neuesten Nachrichten mit der ersten Frage zum Spiel. Herr Walpurgis, der Marco Hartmann ist in der Pause in der Kabine geblieben. Hat er irgendwelche Verletzungen davongetragen oder war es Vorsichtsmaßnahme nach der Verletzung, die er im Vorfeld des Spieles hatte? Ja, ich habe gerade mit unserem Mannschaftsarzt gesprochen. Er hatte ja im Vorfeld schon Probleme im Rippenzwischenraum. Es war auch sehr, sehr knapp, dass er überhaupt spielen konnte und musste dann aber zur Pause raus, hat dann über enorme Schmerzen geklagt und wir haben jetzt gerade die Diagnose bekommen, dass er sich eine Rippe gebrochen hat. Und insofern ist es natürlich für uns gerade auch schon sehr, sehr bitter, weil mit Arti fehlt uns jetzt natürlich erstmal ein wichtiger Mann. Die nächste Frage von Tino Meyer, Sächsische Zeitung. Herr Walpurgis, sind Sie in der Abwehr bewusst dieses Risiko gegangen, sowohl mit Hartmann als auch mit Müller und Hemmelein zwei Spieler zu bringen, die auch lange nicht gespielt haben? Oder war das kalkulierbar? Und sind Sie jetzt zufrieden, so wie es ausgegangen ist, mal abgesehen von der Verletzung Marco Hartmann? Also wir haben gerade jetzt auf der letzten Ebene natürlich auch den einen oder anderen hinzubekommen mit Yannick, der jetzt die ersten zwei Wochen unter mir trainiert hat. Und er hat seine Sache sehr ordentlich gemacht und er hat auch am Dienstag im Test seine Sache sehr ordentlich 60 Minuten lang gemacht, bis ich ihn ausgewechselt habe. Insofern war es für mich schon auch eine Situation, wo ich geglaubt habe, dass er uns mit seiner Qualität auch noch ein Stück weit weiterhilft. Brian auf der anderen Seite. Das ist jetzt auch ein bisschen versteckte Kamera, aber also wo war ich? Also und Brian hat seine Sache natürlich auch sehr gut gemacht. Uwe Storberg, Sachs, das Stadtmagazin mit der nächsten Frage. Ja, Walpurgis, ich muss trotzdem nochmal, obwohl Sie versucht haben, es schon erwähnt haben, diese Abfälle, erste Halbzeit, zweite Halbzeit, wir haben es in Köln noch katastrophaler natürlich erlebt. Da haben wir aber auch gegen uns eine Mannschaft gehabt, die trotz einer 2-0 Halbzeitführung weiter gierig geblieben ist, weitergespielt hat, weil sie auch das Gefühl der Überlegenheit hatten. Wo sehen Sie da eigentlich noch die größten Unterschiede? Ich meine, kann man jetzt den Kader nie unbedingt jetzt 1-1 vergleichen, aber warum ist diese Gier heute zum Beispiel einfach nie da gewesen, zu sagen, wir machen das 3-0, wäre dann ja zum Beispiel auch ein glattes Torverhältnis zumindest gewesen. Also ich kann es mir einfach nie erklären, auch nach dem Geschehen der ersten Halbzeit. Ist mir ein Rätsel. Ja, die Kader sind nicht ganz vergleichbar, da haben Sie recht. Ja, mir geht es im Grunde genauso. Wir müssen es schaffen, diese
Prozente der unbewussten Fahrlässigkeit. Das ist für mich keine bewusste Fahrlässigkeit, das ist eine unbewusste Fahrlässigkeit. Und diese Momente, da müssen wir gegen ankämpfen, als Mannschaft, als ich als Trainer und jeder einzelne Spieler. Denn wir lassen einfach Potenziale auf der Strecke. Wir hätten heute mit einer guten Torchancenverwertung sicherlich ein deutlich besseres Ergebnis erzielen können. Und wir haben natürlich auch genau zur Pause darüber gesprochen, dass wir bewusst weiter nach vorne spielen, dass wir den Gegner hoch attackieren, dass wir Druck machen wollen, dass wir gut im Gegenpressing sind, dass wir einfach den Stress auf den Gegner hochhalten. Das ist uns nicht gelungen. Wir haben dann einfach zwei Gänge zurückgeschaltet und das gefällt mir nicht, aber da werden wir weiter dran arbeiten. Da letztlich zählt nach 90 Minuten das Ergebnis, aber die Art und Weise, wie wir es machen, gefährdet das Ergebnis und deswegen werden wir da natürlich auch die Dinge anpacken. Die nächste Frage. Tim Schlegel, Bild Dresden. Herr Walpurgis, die nicht ganz so optimale zweite Halbzeit hat dazu geführt, dass Markus Schubert, der in der ersten Halbzeit quasi arbeitslos geblieben ist, zwei, drei richtig gute Reaktionen zeigen konnte. Haben Sie erwartet, dass er also dermaßen souverän und cool nach diesem 1:8, wo er ja auch Emotionen gezeigt hat, heute das Ding macht und da überhaupt sich nichts anmerken lässt? Also wir haben sehr schnell nach Köln uns hingesetzt und uns besprochen. Köln war für uns ein enormer Tiefschlag. Die Reaktion der Fans war außergewöhnlich. Und da möchte ich mich auch hier nochmal ausdrücklich bedanken. Denn heute, die Stimmung im Stadion war wieder toll und die Reaktion der Fans letzte Woche war großartig. Die hat uns enorm geholfen. Und wir haben als Mannschaft diesen Moment für uns natürlich auch genutzt, diese Herausforderungen anzunehmen und uns diesen Dingen zu stellen, aber die Dinge auch ganz offen anzusprechen, zu diskutieren und diese auch aufzuarbeiten in der Mannschaft und im Trainerteam. Und da hat sich Schubi auch schon sehr klar dazu positioniert und wir haben natürlich auch viele Gespräche geführt in dieser Woche, weil so etwas, das ist ein einmaliges Erlebnis und da müssen wir die richtigen Schlüsse draus ziehen, aber dann kann es uns weiterbringen. Das ist im ersten Moment schwer, das ist auch klar, aber so wie die Mannschaft heute die Reaktion gezeigt hat, habe ich schon gesehen, dass sie daraus auch gelernt hat. Jan Reinhardt, Kicker Sportmagazin mit der nächsten Frage. Herr Walpurgis, wenn es unbewusste Fahrlässigkeit ist, wie Sie das nannten, also keine bewusste, wie treibt man diese dann der Mannschaft aus? Natürlich auch immer wieder diese Dinge bewusst machen und wir müssen dort ganz viel Gespräche führen, denn ich glaube, das ist keine Fähigkeit, keine physische Fähigkeit, sondern es geht um psychologische Fähigkeiten dabei und die müssen wir weiterentwickeln. Sind noch Fragen offen? Jawohl. Tim Schlegel mit der nächsten Frage. Herr Nuri, Stefan Kutschke, der Ex-Dynamo-Stürmer, ist heute mehr oder weniger frustriert vom Platz gegangen, weil ein paar 60 Minuten gespielt und kaum eine nennenswerte Torchance. Ist es für ihn heute natürlich nach diesem Platzverweis, nach diesem frühen, richtig brutal schwer gewesen, gegen seinen Ex-Verein irgendwas Vernünftiges machen zu können, weil permanent mit man weniger, das wirkt sich ja wahrscheinlich zuerst für den Stürmer aus. Ja, ich denke auch, dass es für ihn nicht einfach war, dass er trotzdem auch viele Wege gegangen ist, viele tiefe Wege auch mitgearbeitet hat und ja, insgesamt hat sich das natürlich auf die gesamte Mannschaft ausgewirkt, dann in Unterzahl nach 5 Minuten und ja, dass für ihn dann natürlich schwer wird, ist klar. Tom Jakob, ganz vorne in der ersten Reihe von der Dresdner Morgenpost. Herr Walpurgis, können Sie noch kurz was zum Kollegen Philipp Heise sagen, der heute nicht im Kader war? Warum? Und zum zweiten Mal, glaube ich, hat Niklas Kreuze ihn auf der linken Seite vertreten, glaube ich, einmal in Magdeburg, einmal jetzt. Was sagen Sie zu, wie er den vertreten hat? Ja, Pippo ist jetzt kurzfristig ausgefallen, hat über Oberschenkelprobleme geklagt und wir wollten heute kein Risiko eingehen. Er hatte gerade so was Sprints angeht, da hat er was gespürt und wir haben es analysiert. Es war dann eine Verhärtung und wir wollten dort einfach kein Risiko eingehen. Insofern hat Kreuz ihn dann auf der linken Seite vertreten. Er hat seine Sache auch
sehr ordentlich gemacht. Und jetzt hoffe ich aber auch, dass Pippo in dieser Woche auch wieder zurückkehrt, sodass er dann auch für das Auswärtsspiel in St. Pauli zur Verfügung steht. Jochen Leimert, Dresdner Neuzer Nachrichten. Nochmal eine Nachfrage zu Marco Hartmann. Ist dieser Rippenbruch bei der Szene mit Stefan Kutschke passiert, wo er ihn grätscht? Oder ist die Verletzung dann doch schon älter gewesen? Das schließe ich aus, dass sie älter war, denn wir haben in dieser Woche natürlich auch dort eine intensive Diagnostik gemacht. Und insofern muss er sich diesen Bruch heute beim Spiel zugezogen haben. Gibt es weitere Fragen zum Spiel? Das ist nicht der Fall. Herr Nuri, vielen Dank. Mike, danke dir. Vielen Dank auch Ihnen. Schönen Sonntag und bis zum nächsten Mal. Tschüss.